Wenn Sie Fotos, die sich in einem Ordner auf einem USB-Stick befinden, in den Organizer von Photoshop Elements 13 importieren möchten, können Sie, so wie in einem früheren Video schon gezeigt, dafür den Dialog Fotos und Videos über Suche Laden einsetzen. Dabei werden beim Import keine Unterordner mit berücksichtigt. Wollen Sie jedoch auch die entsprechenden Unterordner gleich mit importieren, gehen Sie hier ein wenig anders vor. Klicken Sie dazu auf Importieren, aus Dateien und Ordnern. Stellen Sie links im Navigationsbereich über den Laufwerksbuchstaben des Wechseldatenträgers den Ordner ein, den Sie importieren möchten. Hier im Beispiel ist dies der Ordner Sample Files. Dieser Ordner beinhaltet, falls Sie das Kontrollkästchen bei der Rubrik Fotos aus Unterordnern laden aktiviert lassen, zusätzlich noch den Unterordner mit dem Namen Beispielbilder, der dann beim späteren Import ebenfalls mit berücksichtigt wird. Sie haben aber noch mehr Möglichkeiten, die Einstellungen für den Import fein zu justieren. So können Sie beispielsweise rote Augen automatisch korrigieren lassen. Von der Aktivierung dieser Option ist allerdings abzuraten, da Sie eine Bearbeitung hierfür wesentlich besser im Organizer oder Fotoeditor vornehmen können. Auch die Option Fotostapel automatisch vorschlagen lassen Sie am besten ausgeschaltet. Auch hier ist es so, dass Sie die Bearbeitung hierfür besser im Organizer selbst vornehmen. Im rechten Bereich sehen Sie jedoch noch eine wichtige Option, die schon automatisch aktiviert ist. Diese eingeschaltete Option Dateien beim Import kopieren bewirkt, dass die Dateien einerseits auf dem Wechseldatenträger bleiben und andererseits als Duplikate auf die Festplatte in den Ordner Fotos im Wechselmedium kopiert werden. Wenn Sie diese Option ausschalten würden, hätte dies den Effekt, dass die Dateien auf dem Wechseldatenträger verbleiben. Sie müssten dann immer, um mit den Dateien arbeiten zu können, den Wechseldatenträger, hier also den USB-Stick, an den Computer anschließen. Durch die Deaktivierung der Option wurde auch automatisch die Option Vorschaubilder erstellen aktiviert. Das wiederum bedeutet, hätten Sie den USB-Stick nicht am Computer angeschlossen, könnten Sie lediglich kleine Vorschaubilder oder besser Bildchen im Organizer ausschließlich zur Betrachtung, nicht aber zur Bearbeitung sehen. Sie wären also, wie gerade schon erwähnt, immer gezwungen, wenn Sie beispielsweise Bilder bearbeiten möchten, den Wechseldatenträger, hier im Beispiel also den USB-Stick, an den PC anzuschließen. Deshalb ist es meist besser, die Option Dateien beim Import kopieren wieder einzuschalten. So, nun aber genug der Theorie. Laden Sie nun die Medien, hier im Beispiel also die Bilder, durch die entsprechende Schaltfläche Medien laden, in den geöffneten Katalog des Organizers. Wie Sie nun sehen können, wurde der Import tatsächlich in den Ordner Fotos und Wechselmedium, der sich als Unterordner Ihres Bilderordners unterhalb des Ordners Adobe befindet, vorgenommen.